Oh Gott, bist du hässlich, Junge! Cheetah! WTF? Was zum Fick passiert hier? Mein Körper! Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Wizard 3 Titan Lords. Oh yeah. So, Leute, ich glaube, wir sind sehr, sehr kurz vor dem Ende. Vor uns steht der Geist von uns. Und mit dem müssen wir uns jetzt wieder vereinigen, um gemeinsam gegen Necrolord anzutreten, dem Endboss aus Wizard 3. Auf geht's. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja, das wird Necrolord schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Wir müssen uns vereinigen. Schnell! Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon! Okay. Ich werde versuchen, Necrolords Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg oder... Also... So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. So sieht es aus, Ladies and Gentlemen. Ich dachte, jetzt kommt noch eine epische Szene oder sowas, deswegen habe ich eben die Cam ausgeblendet. Aber dem scheint nicht so. Wir speichern natürlich. Denn, liebe Kinder, häufiges Speichern ist sinnvoll. Questerfolg, Hort des Bösen. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen, kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk! Mein Reich! Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Neue Quest. Der leibhaftige Tod. Es ist soweit! Liebe Freunde, da... Oh Gott, bist du hässlich, Junge! Cheetah! WTF, was zum Fick passiert hier? Mein Körper! Solange Necrolord deine Körper aussaugt, verlierst du Lebenskraft. Alles da, ja komm. Ah.
Warum kann ich den nicht anvisieren? Hallo? Nikolaus hat sich mit deinem Körper wegteleportiert und beginnt ihn auszusaugen. Find ihn, bevor er sein Werk vollenden kann. Alles klar. Verwende die Schattenportale, um dich zu teleportieren. Ja, komm. Komm, Alter. Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Komm schon! Okay, Freundnase. Weil ich brauche einen Teleport. Scheiße, 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 scheiße! Heilung ist da. Wir versuchen, ihn mit Magie zu bewegen. Alter. Nein. Wir müssen auf Zeit spielen. Alter. Diese Scheißviecher! Heilung! Wie krieg ich ihn denn down? Ich habe keine Ahnung. Alter! Wie es übertreibt, Junge! Nein, mein Körper ist weg. Das war's. Scheiße! Auf ein neues, Freunde. So. Wir wollen natürlich... Was ist... Die Sequenz, die wollen wir natürlich überspringen. Alter, lol! So, weiter, weiter, weiter. Hey. Willst du mich jetzt verarschen, Junge? Stirb! Holy! Wir hatten schon mal einen ziemlich epischen Bossfight. In diesem Spiel. Und das war ziemlich böse. Ihr erinnert euch mit Sicherheit daran. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, Alter. Da oben bestimmt. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Weil er ist da oben. Scheiße. Jetzt geht die Sucherei hier los, Alter. Jetzt hab ich aber die Faxen dicke, Alter.
komm! Er frisst ordentlich. Zieh dich! Komm, ach auf die Umgebung, Junge! Komm schon, komm schon! Alter, das ist ja schlimmer als... Wo willst du hin? Rasche Abfolge von Zaubern, den Ball noch die Tränke. Alter, die Kombo, die macht's. Wir haben ihn fast, Freunde. Er frisst gerade, ey. Wir haben ihn! Nein, wir wollen die Zwischensequenz nicht beenden. Wow! Jetzt ist Schluss. Wow, Alter. Liebe Freunde. Heftig. Ende? Ende. Liebe Freunde, wir haben es geschafft, wir haben es durchgezockt. Alter Schwede, was ein Ende. Aber ich hätte jetzt am Ende ein bisschen mehr noch erwartet. Irgendwie, dass ich noch sage, du hast die Welt gerettet oder so. Anerkennung oder so wäre natürlich geil. Die Storyline, was soll ich sagen, war geil, war fesselnd. 136 Episoden, glaube ich, habe ich jetzt rausgehauen. Super geiler Titel auf jeden Fall. Ich kann es empfehlen, 2014 wurde damals das Spiel released. Und alter Schwede, wir haben alte Charaktere wieder gesehen. Neue Leute kennengelernt. Kleiner Wermutstropfen, das ist halt die veraltete Engine. Die dafür Grafikfehler sorgt, aber das ist, ich denke, damit kann man leben. Für die damalige Zeit auf jeden Fall, als das Spiel rauskam, eine super geile Grafik. Ich kann das Spiel auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, Ladies and Gentlemen. Ein unglaublich toller Titel. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ihr kennt es. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesem Kanal ein Abo dalassen, damit ihr künftig nichts mehr verpasst. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, denn ich sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!
Du.